Investieren in Kryptos kann sich finanziell lohnen, wenn du zum richtigen Zeitpunkt kaufst und verkaufst. Aktuell ist das Interesse nicht so groß. Es gibt kaum Nachfrage. Verkaufen macht also wenig Sinn. Aber ist jetzt vielleicht der perfekte Moment, um Kryptos zu kaufen? Genau das klären wir in dem Video. Wir zeigen dir ein paar Kennzahlen, die darauf hindeuten, dass die Kurse schon bald wieder steigen könnten. Und wir verraten dir, wie du Risiken minimierst und deine Gewinne im nächsten Bullenmarkt maximierst. Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut und freuen uns, dass du wieder am Start bist. Das war der Andi und ich bin der Pete von LightUp und wir helfen dir dabei, die Welt der Kryptos besser zu verstehen. Du hast wahrscheinlich schon mal gehört, dass der Kryptomarkt einen 4-Jahres-Zyklus folgt. Alle 4 Jahre findet das Bitcoin-Halving statt und historisch betrachtet sind die Kurse danach immer stark angestiegen. Mit dem Halving wird die Anzahl der neuen Coins im Netzwerk reduziert und bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage steigt der Preis. Das letzte Bitcoin-Halving fand im Mai 2020 statt. Danach ist Bitcoin um das 7-fache gestiegen, Ethereum um mehr als das 20-fache und hunderte Altcoins wie ADA um das 100-fache. Und falls du es noch nicht weißt, das nächste Bitcoin-Halving findet im April 2024 statt. Aber bevor du jetzt losrennst und dein ganzes Geld blind in den Markt schmeißt, solltest du 3 Dinge beachten. Erstens, nicht jeder Kryptozyklus ist so eindeutig. Einige Zyklen waren etwas länger und andere etwas kürzer. Der aktuelle Kryptobärenmarkt ist zum Beispiel ungewöhnlich lang. Das kann verschiedene Gründe haben. Geopolitische Spannungen, gestiegene Zinssätze oder die hohe Korrelation zum Aktienmarkt. Aber vor allem die Korrelation zum Aktienmarkt hat in den letzten Monaten abgenommen. Das heißt, dass die Preisentwicklung von Kryptos immer mehr durch kryptospezifische Faktoren beeinflusst wird. Nach dem Gerücht, dass ein Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wurde, ist Bitcoin beispielsweise direkt um 10% gestiegen. Ziemlich bullisch. Das Problem ist, dass es auch viele bärische Faktoren gibt, die die Preise in naher Zukunft erstmal niedrig halten können. Die meisten davon haben mit Regulierungen zu tun. Regulatorische Probleme gibt es schon länger und können nicht so einfach gelöst werden. Und solange sie nicht gelöst sind, werden viele institutionelle Anleger nicht in Kryptos investieren. Das heißt, selbst wenn ein Bitcoin oder ein Ethereum Spot ETF genehmigt werden sollte, könnte das zwar kurzfristig zu einem kleinen Pump führen, aber das große Geld wird erst in den Kryptomarkt fließen, wenn es klare rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Und dann ist die nächste Frage, wohin fließt das Geld? Bitcoin? Oder Altcoin. Bitcoin gilt in einem risikoreichen Kryptomarkt als der sicherste Hafen. Das heißt, in einem schwachen Marktumfeld bewegt sich das Geld dorthin. Das sehen wir aktuell an der Bitcoin-Dominanz. Das ist ein Indikator dafür, wie viel Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Krypto nur Bitcoin ausmacht. Wie du hier sehen kannst, ist die Bitcoin-Dominanz seit letztem September gestiegen. Und auch im direkten Vergleich mit Ethereum legt Bitcoin weiter zu. Ethereum ist sowas wie der sichere Hafen unter den Altcoins und dient daher als einfacher Indikator dafür, wie Altcoins im Vergleich zu Bitcoin performen. Bitcoin performt aktuell also deutlich besser als der Rest des Kryptomarkts. Die Verschiebung des Kapitals von Bitcoin in Altcoins braucht wahrscheinlich erst wieder einen starken Katalysator. Im letzten Bullenmarkt war es DeFi. Verschiedene DeFi-Protokolle haben mit hohen Staking-Renditen immer mehr Nutzer angelockt und das führte dazu, dass die nativen Token explodiert sind. Der DeFi-Sommer 2020 war so etwas wie der erste Dominostein im Altcoin-Bullenmarkt. Angenommen, die Geschichte wiederholt sich. Dann wird der nächste Altcoin-Bullenmarkt auch wieder mit einer Krypto-Nische beginnen. Und welche Nische das sein könnte, erklärt dir der Andi. Im nächsten Bullenmarkt wird nach dem Bitcoin wahrscheinlich erst einmal Ethereum pumpen, weil es die zweitgrößte Kryptowährung ist. Und dann andere Large-Cap-Kryptos. Aber danach stehen die Chancen gut, dass Altcoins aus einer bestimmten Nische am stärksten profitieren. Um diese Coins zu finden, sollst du dir 2 Fragen stellen. Was sind die spekulativsten Kryptonischen und welche haben die besten Fundamentaldaten? Das ist es nämlich, was große Investoren interessiert. Und der wichtigste makroökonomische Faktor, den du dabei beachten solltest, ist unserer Meinung nach der Zinssatz. Wenn die Zinsen niedrig sind, werden große Investoren wahrscheinlich ihr Geld auf die spekulativsten Kryptos setzen. Und wenn die Zinsen hoch sind und sie überhaupt in Kryptos investieren, werden sie wahrscheinlich auf die besten Fundamentaldaten setzen. Spekulative Kryptos könnten KI-Projekte sein, angetrieben durch den ganzen Hype um ChatGPT. Welche 3 KI-Coins unserer Meinung nach am meisten Potenzial haben, erfährst du hier. Und wenn es um Kryptos mit den besten Fundamentaldaten geht, könnte die Privatsphäre eine zentrale Rolle spielen. Institutionelle Investoren, Zentralbanken und viele Reiche wollen nicht, dass ihr Vermögen auf der Blockchain öffentlich für jeden einsehbar ist. Irgendeine Art von Datenschutz brauchen wir, um diese Transaktionen zu verschlüsseln. Privacy Coins sind zwar eine eigene Nische, aber theoretisch kann Datenschutz auf fast jedes Kryptoprojekt angewendet werden. Selbst bei Bitcoin und Ethereum. Und das führt uns zum nächsten Punkt, den du beachten solltest. Wie werden neue Kryptoinvestoren in den Markt einsteigen? Große Investoren bleiben wahrscheinlich bei den größten Kryptos, wegen der hohen Liquidität, Markttiefe und der größeren Sicherheit, wenn man das überhaupt bei Kryptos sagen kann. Das heißt, dass wahrscheinlich am meisten Kapital in die Topcoins fließen wird. Aber je größer die Marktkapitalisierung, desto schwieriger ist es auch, die Preise nach oben oder unten zu drücken. Das heißt für uns, kleinere prozentuale Gewinne und Verluste. Und das ist etwas, was die nächste Welle kleiner Investoren wahrscheinlich nicht verstehen wird. Der letzte Zyklus hat gezeigt, dass Privatanleger tendenziell eher Kryptos mit niedrigem Preisschild kaufen, unabhängig von der Marktkapitalisierung. Weil sie glauben, dass sie Milliardäre werden, wenn der Preis so hoch steigt wie über Bitcoin oder Ethereum. Ja, Shiba Inu
Wir meinen dich. Nur um das nochmal klarzustellen, Shiba Inu wird niemals einen Dollar erreichen. Dann wäre die Marktkapitalisierung 590 Billionen Dollar. Das Einzige, was für neue Investoren noch wichtiger ist als Marktkapitalisierung und Preis, ist das Narrativ einer Kryptowährung. Also wie verkauft sich das Projekt aus marketingtechnischer Sicht? Als Facebook zum Beispiel angekündigt hat, sich in Meta umzubenennen, haben alle Kryptos, die irgendwas mit dem Metaverse zu tun hatten, massiv zugelegt. Das heißt, wenn du wissen willst, welche Kryptos im nächsten Bullenmarkt am meisten pumpen, erstell dir eine Liste von Nischencoins mit einem niedrigen Preisschild und einer kleinen Marktkapitalisierung, aber einem starken Narrativ. Wie du gute Projekte von schlechten unterscheidest, zeigen wir dir in unserem nächsten Video. Wenn du das nicht verpassen willst, lass dein Abo da und aktiviere die Glocke. Der Kryptomarkt ist extrem spekulativ und extrem volatil. Es gibt keine Garantie, dass sich die Vergangenheit wiederholt oder dass die Preise wie erwartet steigen werden. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass der Markt 2024 wieder anziehen könnte. Wir glauben, dass der größte Unterschied zwischen dem letzten und dem nächsten Bullenmarkt das Anlegerprofil sein wird. Immer mehr institutionelle Anleger steigen in den Markt ein, weil sie verstanden haben, dass Kryptos hier sind, um zu bleiben. Egal ob BlackRock, Grayscale, ARK Invest oder andere Big Player. Sie wollen alle ein Stück vom Kuchen haben. Laut Fidelity halten 58% der institutionellen Investoren Kryptowährungen. Das bringt viel Potenzial mit sich, weil Kryptos plötzlich nicht mehr als Alternative, sondern als Ergänzung zum bestehenden System angesehen werden. Für dich als Privatanleger heißt es, dass du deine Investitionsstrategie anpassen solltest. Fokussiere dich nicht nur auf die potenziellen Gewinne, sondern auf die Fundamentaldaten der Projekte. Was macht eine Kryptowährung einzigartig? Wie stark ist das Team dahinter? Und welche Probleme löst das Projekt, zum Beispiel Privatsphäre? Und wenn du auf die Suche nach dem nächsten großen Ding gehen willst, verteile deine Investitionen auf verschiedene Kryptowährungen, um das Risiko etwas kleiner zu halten. Aber denk dran, je kleiner die Marktkapitalisierung, desto größer das Risiko. Beobachte die Marktzyklen und nutze die ruhigen Phasen für deine Investitionen, anstatt im Bullenmarkt blind dem neuesten Hype zu folgen. Und denk daran, investiere nie mehr als das, was du bereit bist zu verlieren. Die Geschichte des Kryptomarkts zeigt, dass manche Menschen eine Menge Geld verdienen können. Andere verlieren alles. Du willst natürlich Geld verdienen, deswegen hast du dir dieses Video angeschaut. Aber dafür musst du verstehen, in was du investierst. Egal ob Bitcoin, Ethereum, ADA, Solana oder Polkadot. Auf unserem YouTube-Kanal findest du einfache und verständliche Erklärungen der verschiedenen Kryptos. Hier findest du die Playlist dazu. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Leider.